Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zwei Anmerkungen, Frau Haider-Kühnel, wenn ich Ihre Rede gehört habe. Erstens, Thema verfehlt. Und zweitens, eine Fraktion, die in einer ihrer ersten parlamentarischen Initiativen Menschen mit Behinderungen Lebensrecht abgesprochen haben, sollten zu diesem Thema lieber schweigen. 10. April 1970 war das Datum, an dem der Prozess mit einem Vergleich endete. Knapp 50 Jahre danach erhielten 58 Betroffene in Brasilien Post. Einige meiner Vorrednerinnen sind schon darauf eingegangen, natürlich in deutscher Sprache formuliert, und sollten angehört werden. Darin wurden die noch lebenden Geschädigten der Widerruf der Anerkennungsbescheide durch die Stiftung angekündigt. Die Kondagan-Stiftung begründet ihr Vorgehen damit, dass Cedales kein Präparat der Grünenthal GmbH sei, sondern ein Medikament, zitiere, welches durch einen Lizenznehmer in eigene Verantwortung hergestellt und vertrieben wurde. Die Kondagan-Stiftung sei nicht für diese Entschädigung zuständig, heißt es weiter. Selbst Grünenthal sieht keine Veranlassung, an der bisherigen Bewertung zu zweifeln. Es ist beschämend, dass die Kondagan-Stiftung diesen Schritt geht und der Bundestag nun zum Handeln gezwungen wird. Es ist beschämend, dass Betroffene ihrer Lebensgrundlage entzogen werden sollen. Vergegenwärtigen wir uns doch mal die Situation von Menschen mit Behinderung in Brasilien, für die wir hier in einer ausdrücklichen Verantwortung stehen. Ohne Geld der Kondagan-Stiftung, was bedeutet das für die Betroffenen? Keine Bezahlung von Pflegeleistungen, keine Bezahlung von Medikamenten möglich, kein barrierefreies Wohnen mehr möglich. Aufgrund des brasilianischen Systems weitere gesellschaftliche Stigmatisierung und Isolation. Was wollen wir diesen Menschen eigentlich noch antun? Umso erfreulicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Handeln der demokratischen Fraktion hier im Hohen Hause. Offene Gespräche zur Lösung dieses Vorgangs durch das Ministerium und unter den Fraktionen über Regierungsgrenzen hinaus suchen nach einer gemeinsamen Lösung. Das wünschte ich mir gerade in diesen Themenfeldern öfter und häufiger. Die Kondagan-Stiftung beweist mit diesem Handeln, und die Kritik muss ich an dieser Stelle loswerden, dass die Überarbeitung der Stiftungsstrukturen und die Stärkung der Rechte der Kondagan-geschädigten Menschen sowie ihrer Vertreterinnen und Vertreter in den Stiftungsorganen längst überfällig ist und hier noch nachzuarbeiten sein wird. Die Strukturänderungen wurden seitens der Bundesregierung schon sehr lange versprochen, aber wurden leider bisher nicht umgesetzt. Die Frage ist, warum? Der Prozess lässt bereits sehr lange auf sich warten. Lassen Sie ihn uns endlich gemeinsam und konstruktiv zu Ende bringen, denn dieser Vorgang beweist genau diese Notwendigkeit. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Corinna Rüffert.